Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spiritfarer. Wir stehen gerade vor der Insel Furugawa, auf der wir zum einen eine Führung machen können und zum anderen den Ehemann von unserer Astrid suchen, der sich angeblich dort aufhalten soll. Wir sind da. Gehen wir runter. Okay, ich dachte, sie sagt uns noch ein bisschen mehr, aber danke für den Hinweis. Das ist mir beinahe entgangen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Dann erkunden wir doch mal diese wunderschöne Insel und klettern gleich die erste Leiter einmal hoch, die wir finden. Seltsam. Ist das wirklich sein Duft? Diese ganz besondere Mischung aus Moschus und Nonchalance? Er muss vor kurzem hier gewesen sein. Schnell Wildfang. Lass uns die Leute fragen. Ja, gleich. Erstmal möchte ich hier unten lang. Ich möchte doch nicht hier unten lang. Ich möchte doch vielleicht wieder nach oben. Ich dachte, vielleicht gibt es da noch was Schönes. Aber offensichtlich nichts außer Stein und Fels. War auch schön hier mit den Reisfeldern am Hang. Giovanni, dieser Name, sprich ihn nicht aus. Er hätte beinahe meine Ehe ruiniert. Er kam vor einem Monat hierher. Großer Kerl, hielt sich für den Boss. Zum Glück kam meine Frau wieder zur Vernunft. Angeblich gefiel ihm das Wetter hier nicht. Auf Nimmerwiedersehen. Okay, also dieser Giovanni ist scheinbar ein richtiger Frauenheld und baggert alles an, was zwei Beine hat und weiblich ist. Zumindest, was wir bisher so gehört haben. Wo ist mein Bruder? Er sollte hier sein. Das kann ich dir leider nicht verraten, mein Lieber. Und was ist hier oben? Was kann ich hier... Da ist schon wieder so ein Flughund. Ist das eine Statue oder leben die? Ich weiß es nicht. Was kann ich hier oben denn? Kann ich hier oben überhaupt irgendwas machen? Nicht? Nein? Vielleicht? Schade. Die Verwendung des Worts feucht sollte illegal sein. Wieso? Ich meine, ein Schelm, wer Böses denkt, aber man kann das Wort ja auch ganz normal nutzen. Und wer ist denn das? Oh, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich benötige dringend deine Hilfe. Dein freundliches, vertrautes Gesicht sagt mir, dass du eine hilfreiche Person bist. Also, ich möchte diese Sammlung aus 5 traditionellen Holzdrucken vervollständigen. Sie stammen aus der Oshiro-Epoche und sind daher unheimlich wertvoll. 4 davon habe ich bereits gefunden, doch den 5. konnte ich noch nicht aufspüren. Ich bin mir aber sicher, dass er sich in diesem Dorf hier befindet. Außerdem weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass Theodor, der örtliche Händler, ihn bis vor kurzem noch in seinem Besitz hatte. Aber er leugnet seine Existenz. Was für ein lästiger, kleingeistiger Mann. Waschbär. Marderhund. Was auch immer er ist. Aber mit deiner Hilfe, ja, mit deinem liebenswürdigen Lächeln und deiner friedfertigen Ausstrahlung. Nun, ich bin mir sicher, dass du dich einschmeicheln und dieses letzte wertvolle Stück erwerben kannst. Das wäre das letzte Teil dieses komplizierten Puzzles. Na dann los, Skipperin. Ich kann es kaum erwarten. Ach, sieh einer an. Dann ist hier auch wieder dieser kleine... Ja, Waschbär, dessen Namen sehr vielfältig genutzt werden. Oh, Besuch. Willkommen bei der weltberühmten Furugawa-Führung. Die Führung beginnt demnächst. Sie dauert etwa 5 Minuten und widmet sich der reichhaltigen Geschichte dieses Dorfs. Danach wirst du unzählige Anekdoten über diesen Ort kennen. Damit wirst du im Mittelpunkt jeder Party stehen, falls du mal zu einer gehen solltest. Bereit? Selbstverständlich. Perfekt. Dann fangen wir gleich an. Ein mächtiges Symbol. Errichtet, um böse Geister fernzuhalten und diese Insel für zukünftige Generationen zu segnen. Manchmal verweilen Inselbewohner auf dem Heimweg bei diesem Baum. Vielleicht um einem verschollenen Bruder, einem kranken Kind, einer verflossenen Liebe zu gedenken. In den Legenden heißt es, dass er manchmal spricht. Ein weiteres Element der reichhaltigen Kultur dieser Insel. Mir persönlich ist Verlust fremd. Manche behaupten, ich würde nur an meine eigenen Probleme denken und nicht an andere Leute. Nun ja, egal. Solange ich weiterhin diese Führungen machen kann, ja.
da ist ja auch der Händler. Aha, weil dieses Dorf so dynamisch ist, hat Raccoon Inc. hier auch eine Niederlassung. Für die meisten ist dieser Laden die beste Bezugsquelle für Materialien und Waren. Zufälligerweise ist er auch der einzige Händler im Dorf. Diese von Theodore Raccoon gegründete Ladenkette ist das Fundament einer florierenden Wirtschaft. Kleines Detail am Rande, wer bei Raccoon Inc. arbeitet, muss seinen Vornamen zu Theodore ändern. Ah, zu Ehren des Gründers nehme ich an. Ein wahrhaftiger Beweis der Hingabe. Ich selbst frequentiere diese Läden nicht. Ich stelle meine Bekleidung und Möbel selbst her. Das ist nicht wirklich bedeutsam, aber ein interessanter Fakt aus dem Leben deines Touristenführers. Hier. Dieser Schrein wurde aus den edelsten Metallen errichtet. Aus der Asche des vorherigen Wachturms erzählen diese Schreine die Geschichte unserer Vergangenheit. Und diese Geschichte lautet folgendermaßen. Gib mir etwas Zeit. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Deshalb ist es so wichtig. In meiner Vergesslichkeit erinnere ich mich an den Zweck dieses Schreins. Die Moral ist natürlich, vergiss niemals, wo du herkommst. Eine mächtige Vorstellung. Gehen wir weiter. Okay. Hier endet unsere Führung. Wir von den Furugawa-Führungen freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Nochmals vielen Dank. Wenn dir die Führung gefallen hat, ist ein Trinkgeld angemessen. Kling 50 Glims fair. Natürlich. Fantastisch. Ich wusste doch, dass du etwas für Bildung übrig hast. Danke, dass du an meine Lernfähigkeit glaubst. Sehr schön. Dann haben wir das. Und dann gucken wir noch mal, was können wir denn hier lernen? Gleiten. Halte in der Luft X gedrückt, um zu gleiten. Ja, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir das doch sofort mit. Sehr schön. Ah! Und dann können wir gleiten. Ja, cool. Und kommen wir hier irgendwo hin? Oh, Tatsache, hier ist jemand. Hallo. Ich möchte niemals nach Hause zurück. Hier zu sein ist einfach großartig. Wenn du mein Haus benutzen möchtest, nur zu. Hier ist mein Schlüssel. Wenn die Tür nicht aufgehen sollte, zieh einfach kräftig dran. Sie klemmt ständig. Ich möchte diesen Ausblick für immer genießen. Oh, ja geil. Und hier ist... Aha, nichts. Nichts gefällt mir. Okay, sehr cool. Dann haben wir das Gleiten erlernt. Das werden wir auch gleich noch einmal in die andere Richtung ausprobieren, weil da ist ja auf jeden Fall auch noch was gewesen. Aber erst einmal schauen wir, was wir hier... Schweinefleisch! Wir müssen für Atul doch noch das Schweinesteak, was auch immer, machen. Also nehmen wir das auf jeden Fall mit. Was haben wir hier noch? Apfelsamen. Die können wir wahrscheinlich noch nicht anbauen, aber... Wir nehmen einmal ein... Zwei nehmen wir mit. Okay. Und er freut sich. Schön. Oh, hallo, liebe Kundin. Lässt unsere Auswahl zu wünschen übrig? Bist du vielleicht an besonderen Objekten interessiert? Oh, du suchst einen Holzdruck. Ja, ich erinnere mich. Der lag ewig in meinem Vorrat an Besonderheiten und plötzlich waren alle ganz wild darauf. Zuerst kam dieser pedantische Kerl, sehr unhöflich. Und was noch schlimmer war, er hat um alles wie verrückt gefeilscht. Dem habe ich nicht mehr was von dem Holzdruck erzählt, habe ihn stattdessen mit Müll abgespeist. Und später kam diese riesige Walrossdame und bestand darauf, dass ich ihr den Druck verkaufe. Ich habe mir überlegt, sie hochzuhandeln, aber sie hat mir ein fettes Angebot gemacht. Eins kann ich dir sagen, die Dame war stinkreich. Leider habe ich keine weiteren Informationen und den Druck kann ich dir auch nicht beschaffen, aber sieh dir ruhig meine Waren an. Das haben wir gerade schon gemacht, deswegen gehen wir doch direkt hier jetzt einmal weiter. Und ist das Haus in... Nö, da kommen wir einfach so rein. Okay, hier ist Licht an und ansonsten rein gar nichts. Und wer sind Sie? Guten Tag. Wo ist dieser Junge? Ich habe überall nach ihm gesucht. Er verhält sich in letzter Zeit wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht hat er schlechtes Obst oder so etwas gegessen. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass seine Mutter nach ihm sucht.
aber erwähne nicht, dass ich ziemlich wütend bin. Ja, das ist in manchen Situationen wenig hilfreich. Erstaunlich, dass in diesen Häusern rein gar nichts drin ist. Schade. Aber wir haben ja auch den Schlüssel zu einem Haus bekommen. Ist das vielleicht das hier? Ah, okay. Ich hätte eigentlich gedacht, das Haus gehört unserer Seele, die davor steht, aber scheinbar nicht. Sehr schön. Und bevor wir es vergessen, laufen wir noch einmal schnell zurück und nutzen unsere neue Fähigkeit, um ja, hier zur anderen Seite einmal zu fliegen. So, einmal nach ganz oben bitte und dann einmal langsam runter, wenn ich jetzt sehen könnte, wo wir hier. Ja, das war geplant. Und das hier scheint tatsächlich nur eine Statue zu sein. Schade, ich dachte, das ist irgendwas, wer weiß nicht, was Cooles. So, finden wir hier noch irgendwo was? Nö, hier oben auch nicht. Hier oben ist auch nur wieder so eine Statue. Oh, okay. Hier kommen wir ran. Und du bist, du scheinst eine Mission zu haben. Lass mich raten. Meine Mama hat dich geschickt, stimmt's? Ja. Es war eine Frage der Zeit. Ich bin gerade auf diesem Laternenmast. Ich lasse mir gerne Zeit. Wenn meine Mutter ein anderes Verständnis von Zeit hat, kann ich auch nichts machen. Ihr Haus, ihre Regeln, nicht mit mir. Ich werde in den Bergen leben und niemanden stören. Dann mal sehen, wie ihr das gefällt. Oh. Ach ja, die lieben Kinder. Aber man soll ja auch zulassen, dass sie sich frei entfalten. Es tut mir leid, Stella. Ich... Oh, verflucht noch eins. Genug ist genug. Ich habe keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden. Ich werde nicht mehr nach diesem Strolch suchen. Ich brauche ihn nicht, um glücklich zu sein. Ich möchte seine dummen Witze und sein ständiges Jammern nicht mehr hören. Ich habe es satt, wegen seines blumigen Parfums nicht mehr atmen zu können. Ich brauche seine andauernden Lobeshymnen auf mich nicht. Ich muss seine extravagante Mähne nicht sehen. Ich will keine... Ich... Lass uns aufs Schiff zurückkehren, Wildfang. Ach, Mensch... Ich hätte es ihr ja so ein bisschen gegönnt, dass wir hier ihren Mann finden und es noch so ein Happy End gibt. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Wir wissen es ja nicht. Ich hoffe es. Aber jetzt erstmal zurück auf unser Schiff. Wir haben ja doch einiges von hier mitgenommen und es ist zu dunkel zum Navigieren. Das ist ja klasse. So, können wir denn aber irgendwas bauen? Haben wir irgendwas... Eichenbretter brauchen wir für unseren Schafspferch. Obstgarten. Sieh mal eine an. Hier eine Windmühle. Oh Gott. Eichenbrett, Marmor, Aluminiumbarren. Das wird noch dauern. Und was haben wir hier? Ach so, noch ein Feld. Ja, okay. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber den Obstgarten hätte ich sehr gerne. Und natürlich den Schafspferch. Und dann haben wir hier... Astrids Bungalow. Dafür brauchen wir Leinenstoff. Leinenstoff. Okay. Dann nutzen wir doch erstmal die Nacht und stellen ein bisschen was her. Das ist die Gießerei, da will ich nicht hin. Genau, einmal hier. So, wir haben auf jeden Fall Leinenfäden. Das ist schon mal sehr gut. Fasern haben wir auch noch ein paar. Dann verarbeiten wir die erstmal. So, und dann verarbeiten wir auch gleich erstmal hier ein paar Fäden zu Stoff. Ich würde sagen, 10 lassen wir uns einmal übrig. Man weiß ja nie, wofür wir es noch gebrauchen können. So. Und natürlich die Nebelfasern.
Da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen arbeiten. Huch, oh Gott, das geht ja viel schneller. Da muss ich mir jetzt erstmal mein Timing wieder anpassen. Ach du je. Ja, doch, so geht das. Sehr schön. So, das ging doch jetzt relativ schnell. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir natürlich auch noch die Wolle. So. Perfekt. Dann haben wir das soweit fertig und können doch jetzt eigentlich schon Alice's Haus bauen. Richtig? Richtig, ja, perfekt. Oh Gott. Was zum Teufel? Ich nehme zurück, dass wir das bauen können. Das ist ja riesig. Also riesig, riesig. Ja, ja, nie. Gut. Können wir irgendwas aufwerten? Oh Gott, wo waren das? Wer wollte denn was aufgewertet haben? Oh. Das Chalet können wir aufwerten. Okay. Dann machen wir das. Ach genau, Atul wollte. Genau, er wollte seine Dusche haben. Und den Rest können wir bei ihm auch gerade nicht bauen. Dann hier bei Summer. Konnten wir jetzt auch schon ein bisschen was bauen? Können wir das aufwerten? Nein, können wir. Die haben wir aufgewertet. Die Gießerei können wir auch nicht. Hier können wir bei Alice noch was machen. Auch nicht. Können wir... Oh, wir können sogar das Gästehaus theoretisch aufwerten, aber dafür brauchen wir Feuerglut. Oh Gott. Gut. Können wir das hier eigentlich auch? Nee, okay. In Ordnung. Dann haben wir die Nacht jetzt ja schon sehr gut durchgebracht, indem wir einfach mal ein bisschen durchgemacht haben. Und dann schaue ich einmal bei Verbesserungen, ob wir da irgendwas machen können. Aber nein, wir brauchen für die nächste Vergrößerung des Schiffs auf jeden Fall noch sehr viel mehr Geld. Okay. Im Endeffekt können wir momentan nichts machen, um ja, unser Schiff aufzuwerten. Aber hier, den Eisbrecher müssen wir ja auch noch machen. Und da brauchen wir noch für Eisen, Barren, Eichenbretter, Leinenstoffe, Seelenblume. Ach du je. Ich habe keine Ahnung, wo wir das ganze Zeug herbekommen sollen. Aber okay. Wir lassen uns davon jetzt nicht entmutigen. Was ist das hier? Wer bist du? Und das sieht mir aus wie ein Thunfisch. Hier kann man dann also Thunfische fischen. So. Okay. Dann würde ich sagen... Okay, mich interessiert der Thunfisch. Ich gebe es zu. Also, rein zum Thunfisch. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns hier wieder ein bisschen um Nachschub bei den Pflanzen. Und pflanzen auch mal wieder ein bisschen Flachs. Schließlich... brauchen wir Leinenstoff für, ja, diverse Dinge. Und an Essen mangelt es uns ja zum Glück momentan nicht. So, und wie es aussieht, ist hier im Garten der Salat schon fertig. Und die Karotten auch. Das ging jetzt ja fix, aber das ist schön, das freut uns doch. So. Sehr schön.
dann sind wir auch schon angekommen, aber wir reden erst einmal mit Atul. Weißt du, was in meinem Haus noch fehlt? Ein Schreibtisch und ein paar Werkzeuge. Ja, genau. Ich weiß, dass auf diesem Schiff nicht besonders viel Platz ist, aber das wird immer mehr meine Traumvorstellung. Mein Bett direkt neben meinem Werkzeug. Das wäre so, als würden meine Fantasien Realität werden. Ich könnte an meinen eigenen Projekten arbeiten. Vielleicht baue ich etwas für meine Tochter, Ashley. Ach, wozu denn, nicht wahr? Ich werde sie ja nie wiedersehen. Ich sollte meine Tagträumereien darüber aufgeben. Ich sitze hier einfach fest. Weißt du, was gar nicht lustig ist? Ich kann mich nicht mal mehr an ihr Gesicht erinnern. Besorgen wir uns einfach nur den Schreibtisch und ich werde mir später überlegen, was ich basteln könnte. Ach Mann. Aber als allererstes, wir schauen uns einmal die Rezepte an. Weil irgendwo haben wir hier jetzt ja das Rezept für das Schweinedings, was er möchte. Da, Schweinekoteletts. Ach so, ja, Schweinefleisch. Gut. Hätte ich mir denken können, habe ich mir aber nicht gedacht. Dann machen wir erstmal davon ein paar, damit wir diese Anfrage voranbringen können. Jetzt möchte Gwen noch was von uns. Wow, das Haus sieht viel besser aus. Als ob alles so eingerichtet wurde, um mich glücklich zu machen. Die Materialien, die Farbtöne, die Gemütlichkeit. Einfach perfekt. Du hast mir wirklich zugehört und diese schöne Kajüte für mich gebaut. Das werde ich nicht vergessen. Aber es geht runter. Warum geht dein Glückslevel runter? Nein, nein. Hallo, bleib stehen. Ich rede mit mir. So. Erstmal Kaffee. Und eine Umarmung. Wir wollen ja nicht, dass sie unglücklich wird hier. Hat ein schönes Zuhause und ist traurig. So weit kommt's noch. So. Und das Schaf ist schon wieder bereit, um geschoren zu werden. Das ist gut, denn Wolle brauchen wir ja auch. Perfekt. So, wo treiben sich denn die anderen rum? Ach, alle da. Oh, Stella. Dir ist vielleicht schon die große leere Ecke in meinem Haus aufgefallen. Weißt du was? Wir sollten dort einen Kleiderschrank hinstellen. Ja, eine schicke Kommode für deine Klamotten. Du scheinst keinen Aufbewahrungsort für deine Outfits zu haben. Das wäre die perfekte Gelegenheit. Was hältst du davon? Ja, sehr viel. Aber, ja, im Endeffekt, ich habe ja nur mein eines Outfit. Ich hatte mal wieder Hunger, also habe ich etwas dagegen unternommen. Ich bin von Bord gegangen und habe Beeren gepflückt. Aber ich habe etwas übertrieben. Ich habe zu viele. Hier, bitte. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Oh, wie lieb. Dankeschön. Dafür kriegst du jetzt auch erstmal Fischcurry. Ein Träumchen. So, wo treiben sich denn jetzt... Genau. Mädchen, wie steht es um die nächste Mahlzeit? Brauchst du Hilfe? Nein, Hilfe brauche ich keine, aber ich gebe dir einen Pilzsalat. So. Fehlt jetzt noch jemand? Ich glaube, Summer fehlt noch. Die große Preisfrage ist jetzt natürlich nur, wo treibt die sich rum? Da oben ist sie. Ach so, nein, sie ist fertig, auch voll versorgt. Das ist doch schön. Dann haben wir, ja, nochmal alle unsere Leute glücklich gemacht, um den Part jetzt, ja, beenden zu können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und... freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!